Hey, Barista Barissa, wieder einer am Start. Heute zusammen mit einem Freund von mir, mit dem Osman Erdogan. Und wir machen heute türkische Kaffee. Einerseits ich mit der Arzum Oka. Das ist eine türkische Kaffeemaschine. Und andererseits zeigst du mir, wie es richtig geht. Was ist das für ein Teil da? Was machst du mit dem? Du hast CSV, heisst das auf Türkisch. Soll Kupfer sein, ist aber eine billige Version, ist nur Kupfer angemahlen. Türkischer Kaffee ist ja nicht der Kaffee an sich, der türkisch ist, sondern nur die Aufbereitung. Und darum glaube ich nicht an diese Maschine. Man hat den Kaffee vorher noch sehr, sehr fein gemacht. Ja. Also wie Mehl oder so. Fast wie Staub. Ich meine, dann hast du ja Kaffee in der Schnur, wenn du noch nicht trinkst, oder nicht? Für das hast du genau eben diese Tassen. Die sind eben unten breit, damit sich eben der Kaffeesatz legen kann. Ah, dann trinkst du nur oben das Ding. Ein Schlückchen, du darfst es nicht runterhexen. Ich fange mal an, ich nehme das hier raus. Dann tue ich da einfach ein Wasser rein. Was machst du da? So einen halben Löffel, irgendwie so was? Du wirst schon ein bisschen mehr. Dann mache ich ein bisschen Zucker, ich kann nicht so gerne so viel Zucker. Dann tun wir das mal da rein. Oh, tschüss. Und jetzt habe ich da verschiedene Auswahlen. Ich habe Klassik, Sert, Közde oder Südlü. Habe ich das gut? Wie ein richtiger Tür. Jetzt machen wir Strong, habe ich wählen. Da schnell drauf drücken und dann sollte ihr eigentlich selber das Zeug machen. Du bist dran. Gut, ich mache das Gleiche. Ein Kaffeelöffel Zucker. Man sagt, zuerst den Kaffee und den Zucker rein tun und erst später das Wasser. Ja gut, dann ist es ein bisschen mischen. Und jetzt habe ich ja vorher Wasser aufgekocht. Ja. Gut. Tschüss, meine ist schon durch. Ein bisschen lauwarmes Wasser, ganz wenig mischen. Nicht so, dass meine Mutter macht. In einer Minute, zwei, sollte das schon fallen. Jetzt schau mal, wie so mein Kaffee steht. Willst du schnell beurteilen? Sieht nicht so gut aus. Ja, sieht wie eine Brühe aus. Hey, aber so schlecht ist es nicht. Achtung. Oh. Ist nicht so. Nein, das ist nicht richtig hässlich. Fängt es an kochen. Und wenn es kocht, darf man es nicht rühren. Wenn du zu fest aufkochst, wirst du... Genau, wenn du zu fest aufkochst und zu fest da umrührst, dann wird der türkische Kaffee schnell mal bitter. Gut. Also jetzt warten, bis sich, weißt, der Kaffeesatz ein bisschen geleitet hat. Das gehört ja nicht zu Geduld, hä? Also ich probiere mal auch da. Zufrieden, ne? Ja, der gefällt mir. Wirklich, also. Darf ich einen Schluck probieren? Mama, das ist stärker als meine, Clip. Und er ist nicht bitter geworden. Hätte ich ein mehr Kaffee getan, so würdest du dem eine Chance geben können, oder findest du? Ich glaube, so das Ergebnis ist trotzdem besser, als ich es gedacht habe. Ja. Wenn du nicht so viel Wert darauf legst, wie das Ganze aufbereitet ist und so weiter, da Pendi, kann man den, glaube ich, schon brauchen. Ich würde lieber einen türkischen Teekocher so eine Maschine suchen, als dass ich jetzt einen türkischen Kaffee mache. Okay.